Hallo meine Freunde und willkommen zu Let's Play Fightcraft. Was mein Anfang versaut. Arschloch. Aber ich habe ihn nur noch aufgewertet. Nein, wenn du was sagst, wird er nicht aufgewertet. Es war Regen und ich musste ein paar Folgen löschen. Ich habe sturmfrei, ich gehe jetzt erstmal eine Pizza in den Ofen schieben und dann schiebe ich noch was anderes in den Ofen. Oh Gott. Essen. Hat jemand Eisen jetzt mittlerweile? Ach, aber Nils, sag mal, was hast du eigentlich gegen mein Baumhaus? Ich habe nichts dagegen, es sieht gut aus, nur da die Kisten reinzulegen ist. Aber wie wäre es dafür, dass es unser Haupthaus wird? Baumhaus. Oh, ne, wir gib können, mir mal was zum Essen. Wir können, es ist mir scheißegal, ob es unser Haupthaus wird oder nicht. Nur, dass die Kisten da nicht drin liegen, weil wir sonst jedes Mal, wenn wir irgendwas holen müssen, da hochlaufen müssen. Dann bleiben die Kisten da drin und die anderen Kisten machen wir jetzt. Oh, ne, lauf mich weg, ich hab Hunger. Ja, dann guck in die Kisten. Ich bin dafür, dass wir uns. Da ist ja nix. Ich habe nur noch ein paar Karotten. Ja, warte. Ich bin am Sterben wieder sonst. Ich warte, hier. Da sind Karotten. Ist Magnetmodus an. Warum hab ich echt so lange sturmfrei, Alter? Magnetisch. Magnetmodus. Ja, das ist so geil, dass wir Magnetmodus durch dieses Meteoritenzeug haben. Ach so. Ach so, okay. Ja, und das fällt dir jetzt. Alter, wer hat eigentlich dieses Ich dachte, ich hab's aus Versehen angelassen. Wer hat eigentlich dieses Steinteil hier gemacht, Alter? Das sieht so Schande aus. Ich weiß nicht. Alter, man kann nichts mehr wegwerfen mit dem Magneten. Das ist richtig. Ich tue es in die Kiste und du musst es dann nehmen. Nein! Hier in die. Wo ist. Ach, hier sind sie. Hier in die Rüstungskiste. Lieber Herr Toastbrot. Herr, wo ist die Rüstung? So, oh, ich kann mir eine Schaufel machen, ist das nicht schön? Hey, ich habe ein TNT. Nein! Oh, fast hätte ich mir Spitzhacke gemacht. Ich habe ein TNT und eine Redstone Torch. Yay! Oh, nein. Nein, Maxi. So ganz ruhig, mach keinen Scheiß. Alter, gib mir mein TNT wieder. Nils, gib mir mein TNT wieder. Meins! Ach komm, gib mir einfach mein TNT wieder, Nils. Ich habe jetzt so lange drauf gefarmt. Ach so. Gib mir einfach bitte mein TNT wieder. Nimm's. Gib mir mein TNT. Nimm's! Nimm es doch! Hier! Junge, willst du mich verarschen? Gib mir mein TNT, Alter, gib mir geh mein weg! TNT. Hier ist es doch! Ich steck sie gleich in die Kiste! Boah, leg sie in die Kiste! Ja, gleich, ich muss jetzt hier erstmal fertig bauen. Lass mich erstmal hier fertig arbeiten. Leg sie in die Kiste! Lass mich fertig arbeiten! Leg sie jetzt in diese Kiste rein, sonst werde ich aggressiv. Leg sie in die Kiste! Ja, warte, ich warte noch, ein bisschen, bis du aggressiv wirst. Ich warte noch ein bisschen, bis du aggressiv wirst und dann. Maxi? Legst einfach in die Kiste, okay? Ganz ruhig, ich warte noch ein bisschen. Legst in die Kiste. Lass mich das doch zu Ende bauen. Dann kriegst du es. Maxi, willst du mich verarschen? Legst in die Kiste. Du weißt, dass es Regelverstoß ist dann, wenn du mich jetzt umbringst. Ich hab dich nicht getötet, also ist doch kein Regelverstoß. Wenn du mich umbringst, dann weißt du, dass es ein Regelverstoß ist. Ja, aber jetzt legst du einfach in die Kiste. Gleich, Alter. Nein, nicht gleich, du legst es jetzt in die Kiste. Kannst jetzt gehen? Nein, du legst es jetzt in die Kiste, Junge. Leg es in die Kiste. Kannst du jetzt bitte. Legst in die Kiste jetzt. Alter, Maxi, entspann dich mal. Ich muss jetzt. Lass es mich doch jetzt zu Ende bauen. Nein, die Kiste ist jetzt ab. Nicht zu Ende bauen. Du wirst es dahin in die Kiste legen. Leg's einfach in die Kiste, Nils. Nils, leg's in die Kiste, okay? Alter, halt sie die Fresse. Leg's in die Kiste. Je öfter du das sagst, desto weniger werde ich es machen. Leg's jetzt in die Kiste. Je öfter du es sagst, desto weniger ich. Verdammt. Oh Gott, Maxi. Wir haben keine Kohle mehr da drinnen, gell? Leg's jetzt in die Kiste, Nils. Ja, wieder. Oh, der Query läuft nicht mehr? Scheiße. Ja, genau, der tut nur noch die letzte. Also bitte die Query sagen. Ich finde, die Query hat sich am besten an. Also, Query? Keine Kohle. Ja, stimmt, drin, die Query. Ja, dann nimm mal. Lass die Query mal weiterlaufen. Leg's in die Kiste. Hast du's dann, Maxi? Leg's jetzt in die Kiste. Hast du's dann? Ich bin gleich tot, ne? Ja, ich weiß, dass du gleich tot bist. Also, leg's in die Kiste. Wenn du mich umbringst, ist das ein Regelverstoß. Boah, nee, ist verfickte Scheiße, leg's in die Kiste. Ich kann das nicht mehr hören, ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Also leg es in die Kiste jetzt! Kannst du mich das zu Ende bauen lassen? Ich werde TNT bauen und werde die Kisten in die Luft jagen. Und das ist nicht verboten. Natürlich ist es verboten. Ja, sagt was. Na, dann wirst du halt dauerhaft umgebracht von uns. Ja, dann. Von mir nicht, ich kann. Leute, überzeugt ihn, dass er es in die Kiste legen soll, dann passiert nichts. Was denn überhaupt? Das ist TNT! Ein Block TNT. Ist doch nur TNT, Mann! Ja, genau! Einen verkackten Block TNT. Lass mich doch erstmal die scheiß Pipes zu Ende bauen und dann kann ich's gerne machen. Verdammte Scheiße, leg's jetzt in die Kiste. Hab mal neue Kohle reingesetzt. Jo, dankeschön.
Next in die Kiste. Alter, wir brauchen echt so viel Kohle. Das ist... Ab in die Kiste damit jetzt. Was bringt eigentlich die Kohle? Nils, leg's in die Kiste. Was ist los? Nils, du sollst in die Kiste legen. Kannst du die Fresse halt, Max, damit ich hören kann, was er zu sagen hat? Nein, weil du... Wie? Leg's in die Kiste. Was ist die Kohle da drinnen? Welche Kohle wo drin? Was, wie? Kohle in den Dingen da, du weißt schon. Im Quarry? Ja. Was bringt denn die da drin? Also, die Kohle, die muss halt, damit der läuft, der muss halt angetrieben werden. Das sind wie die Pumpen, also sozusagen die, ohne die Engines, die dann die Kohle haben, läuft der nicht. Dann bleibt er nur stehen. Okay. Deswegen, ist so, sozusagen der Motor davon. Ah. Und der braucht halt Kohle. Leg's in die Kiste! Okay. Jetzt, leg's jetzt in die Kiste, okay. Scheiße. Brauchst du die Pipes ab, Maxi? Nee, gar nicht, ich geh in die falsche Richtung. Dann brauche ich doch länger. Wenn ich es fertig habe, gehe ich es in die Kiste. Oh, wenn du die Pipes jetzt anfängst abzubauen, dauert es noch länger und dann... Boah, Nils, nerv doch nicht rum einfach. Alter, Maxi, hältst du die Fresse, lässt mich das schnell zu Ende bauen, damit ich... Damit Max, ich halt nicht die Fresse. Damit die Pipes hier abgeführt... damit die Items vernünftig abgeführt werden und dann ist alles gut. Oh, halt die Fresse. Ja, Alter. Aircraft Shards. Du brauchst immer noch Air Shards. Nein, Nils, du bist es schon. Ja, stimmt, Aircraft, nicht Aircraft. Aircraft-Charts ist so. Ja, ich bin schon so, ich suche die schon so lange, dass ich schon verrückt werde und die Namen finde. Ja. Nein! Aircraft-Charts. Oh, ich kenne. Nein. Die sind in die Lava gefallen. Nein. Oh Mann, ich das ist jetzt so nicht dein Ernst, oder? So, ich hab mich drauf aufgepasst, dass es plötzlich hell wurde. Nils, verdammte Scheiße. Pfeil hoch 3 oder? Nee, erst 4. Ach so, okay. Na dann ist es okay. So. So, ich baue mich jetzt mal 100 Blöcke hoch. Und 100 Blöcke. Ich bin nicht wieder raus. Ah, jetzt. So, jetzt noch hier die Pipe zubauen. Okay, ich kann nochmal hier so hoch jetzt wie möglich durch diese Gänge hier und danach. Baust du dich wieder raus? Ja, wer weiß, vielleicht finde ich auch mich auch so raus. Wer weiß. Soll's auch geben. Alter. Da oben, das sieht gut. Lol, das ist genau der gleiche. Warum hast du es nicht einfach die Pipe 1 weit runter gebaut? Jetzt sieht es voll komisch aus, wenn du es dazu baust. Ja, ich gehe gerade genau den gleichen Weg. Nee, die bauen wir jetzt 1 weiter runter, weil sonst sieht es scheiße aus. Ja, ich muss kurz Cut machen, wir sehen uns gleich. Und jetzt gibst du mir das Thema. Schön. Hallo meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde, beziehungsweise zur Fortführung der letzten Folge, so. Weil es war ja gecuttet und dann musste ich weg und das war für euch jetzt eine Sekunde, aber für mich waren es 2 Stunden. Okay, ja, Steve hat's übrigens jetzt hinbekommen zu spielen und kommt jetzt mit. Und wir gehen jetzt meinen. Steve, los, komm her. Folge mir. Hetz mich nicht. Doch, ich hetze dich. Nein, alle hetzen mich. Alle wollen immer was von mir. Timbermod drauf? Sowas ähnliches. Ja, ist denn sowas ähnliches? Es ist drauf. Okay, gut. Es heißt aber nicht Timbermod. What fuck? Das wollte ich gar nicht. Hier war ich nämlich noch nicht drin. Es heißt, ich baue alle Blöcke gleichzeitig ab, Mod. Es heißt Tree Capitate. Ich wollte ja echt gar nicht rein. Ich bin nämlich in die falschen Eingang gegangen. Scheiße. Egal. Steve, folge mir einfach. Oder... Koya, was machst du gerade? Moment, ich mache mir kurz einen Waypoint. Obwohl, hier komme ich eh nicht mehr raus. Also, scheiß drauf. Wenn jemand einen Baum sieht, mit blauen Blättern und einem halbwegs weißen Stamm... Sagt er mir sofort Bescheid, weil den möchte ich haben. Und er soll ihn nicht abbauen, ich möchte ihn haben. Hä, natürlich, den musst du abbauen und die Saplings nehmen. Er soll ihn nicht abbauen, ich beanspruche den, ohne dass du ihn abbaust. Und sagst mir sofort, der Baum ist 600 Blöcke weit weg, Alter. Oder 1000 oder so. So ein Baum? So ein Baum, ja, bei der Stadt. Ich sag doch, die ganze Zeit bei der Stadt der Gegner ist einer. In welche Richtung muss ich latschen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. Aber ich lauf später dahin. Ich lauf später. Kannst du mal kurz die Koordinaten sagen? Mann, ich will aber auch mitkommen. Komm schon, warte noch eine Runde. Wir gehen kurz mal. Ich möchte nicht um die Stadt besuchen, ich möchte den hässlichen Baum haben. Ja, ich weiß, aber ich will auch mitkommen, die Stadt besuchen und den Baum haben. Beides. Okay, ich dann möchte noch gerne eine Enderperle haben. Die musst du dir selbst suchen. Das tut mir sehr leid, aber die ist scheinbar nicht da. Was? Jetzt ist es was anderes. Was fehlt denn jetzt so? ID 1216 bis 13.
Läuft. Läuft bei dir. Ja, oder auch nicht, je nachdem jetzt. Eher nicht so, ne? Ja, Boah, die Musik ist... Hast du die Musik eigentlich an? Nein. Ich hinterlege in der Post-Production eigene Musik. Ich mag das Wort Post-Production. Das ist ein tolles Wort. Das hört sich so... professionell an. Ja, fresse ja. Telefon. So. Ich will die 24-7... Das Geile an der Meteorrüstung ist, ich habe jetzt, Dings. Magnetmodus, das heißt, die Items kommen zu mir geflogen. Ist voll geil. Das kannst du auch auf deine Werkzeuge machen. Ist, ja, sie schützt mich wenigstens ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Vor den ganzen Zombies da draußen und Creepern und Skeletten und nicht, dass ich gleich Rare beim Spawn getötet worden wäre, aber egal. Ja, ich hab dich zu mir tp'd und dann bam. Ich meine, ich muss ihn ja einmal tp'en. Er spawnt ja irgendwo in der Pampa. Und dann wird ja jeder zu seiner Stadt geführt und das muss ich auch mit Steve machen. Ja, das Ritual. Das Ritual. Das mache ich nämlich immer offscreen, damit ihr diesen Scheiß nicht sehen müsst. Alex? Weil das immer relativ nie funktioniert. Wir machen zusammen die Monsterfalle, ne? Ich hab Tin Ohr gefunden. Ihr könnt übrigens, ja, der Krabby, falls ihr mal Kohle habt, ne? Der Krabby braucht. Dings, warte, wie hieß das nochmal? Crystal, nicht, wie heißt nochmal? Nicht Crystal, Crystal, sondern. Crystal Meth. Was wir das wieder brauchen? Crystal Meth, ganz klar. Mal jetzt Koya, das weiß ja, wie das die Thema heißt. Soul Shard? Ja, das meine ich so. Guck mal. Ist der Mod überhaupt drauf? Ich denke nicht. Welcher Mod? Der den Soul Shard einbindet. Nils, warum nimmst du das Copper nicht mit? Habe ich Copper übersehen? Wo habe ich Copper übersehen? Ich habe Copper übersehen. Ja. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Steve. Das ist so traurig. Na, deswegen hast du ja mich, sonst wärst du verloren in der Höhle. Ja. Sonst wäre jetzt nämlich ein Kommentar gekommen, du hast Copper übersehen. Sowas wäre dann gekommen. Darf hast du mich bewahren, Steve. Obwohl, nee. Dahinter ist Iron. Der Kommentar kommt wahrscheinlich immer noch. Ey, du hast Copper übersehen. Ja. Ja. Bestimmt auch von dir, Steve. Ich sehe es schon kommen. Ja. Oh, das muss ich mir gleich irgendwo aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Was du auch Copper übersehen? Ich brauche zwei Bücher. Haben wir zwei Bücher? Bestimmt. Wie blind läufst du eigentlich durch diese Höhle hier? Ich fixiere mich eher auf die wichtigen Dinge. Copper haben wir, sagen wir mal, ausreichend im Moment. Bye. Ich habe ein bisschen schon. Aber vor allem, wir brauchen Kohle, weil der Query läuft und läuft halt gerade nicht. Ich sterbe gerade. Sehr gut, Steve. Was tust du denn? Geh wach, zu der Was machst Stadt du wieder für eine Scheiße, ey? Ich habe kein Essen, ich habe Hunger und... Oh, Steve. Hier, warte. Hier ist was zu essen. Oh ja, verdammt. Hast du es aufgesammelt? Nein, du hast es bis da nach hinten geschmissen, Mann. Wie weit ist das hier geflogen? Los, fliegt, meine Items, fliegt. So, hinter dir sind die Blaubeeren. Auch noch ein paar. Wie weit schmeißt du die denn? Ich kann sie nur, weil mit Magnetmodus muss ich sie durch dich durchschmeißen, damit sie nicht von mir magisch angesogen werden. Weißt du, und dann fliegen die halt eine Runde. So, hier ist noch. Ernsthaft? Ja. Die Stadt ist kacke. Also das Dörfchen, was wir hier gefunden, das wir hier in der Nähe haben. Warum? Ja, weil es nicht das hat, was ich haben möchte. Ach, du Armer. Das sind jetzt aber weniger Mods, ne? Nee, insgesamt glaube ich sogar mehr. Nein, weil vorher waren es 23 Seiten, jetzt sind es nur 22. Es sind 65 Seiten, aber sonst. Echt? Bei mir werden nur 22 angezeigt. Ja, läuft. Schick noch mal den Link bitte so, für das Modpack. Gut. In wessen Aufnahme bin ich jetzt reingeplatzt? In meine. Ah, hab ich mir doch gedacht. Warum tapp ich gerade aus der Aufnahme raus, um dir den scheiß Link zu schicken? Kann das mal irgendwer übernehmen, der nicht aufnimmt? Ich hab's schon. Sehr gut. Hallo Josh. Okay, stellst du jetzt vor, hier wieder raus? Ach Josh, aber du bist noch nicht da, ne? Also du bist irgendwo in der Pampa, ne? Na gut. Ja, warte, dann komm einfach später nochmal rein und dann tippe ich dich mit Koya. Ja, jemand muss mir, den Link schicken. Ja, hat doch schon. Steve. Komm mit, Strip Mining. Sexy Strip Mining. Ach du Scheiße. Aber meine Dings ist gleich weg. Leute, ich bin ja, okay, dann doch nicht.
Nee, dann lass uns nach oben. Ja, bau das noch schnell ab und dann. Ja, genau. Wir brauchen eigentlich noch mehr Kohle, lass uns mal nach. Und ich brauch die IP. Hey! Ja, ich dachte, Josh also hat sie dir geschickt. Also nicht die IP, sondern das Modpack. Ja, hat Josh dir das nicht geschickt? Nein. Nein, keiner hat gesagt, ich soll es machen. Du meintest doch, du hast es schon gemacht. Ja, für mich selbst. Gut erkannt. Junge. Ich bin fucking Egoist, hast du das noch nicht mitbekommen? Ich schick's ihm einfach. Wenn es 10 Buletten gibt, wir sind, sagen wir, what the fuck? Wenn wir 10 Leute... Ey, Steve, ist es denn er? Was? Brauchst du keine, hör dir zu. Ich weiß, ich merk's auch gerade. Ich hör dir zu, rede weiter. Also wenn es 10 Buletten gibt, dann ja. Ja, und wir sind zu zweit und es gibt 10 Hamburger. What the... Dann isst du alle 10. Nee, 9. Oh, du bist ja nett. 9,5. 9,75, wir wollen ja und nicht so sein. Und die andere Seite leckst du noch an. So. Genau. Und dann will er sie nicht und dann, ja, ich hab sie dir angeboten. Tut mir leid. Du kannst nicht sagen, ich hab sie dir weggenommen. Was sind das für riesige Steingebäude hier, die einfach mitten im Wald stehen? Du solltest am besten noch nicht rumlaufen. Ich lauf einfach trotzdem rum. Nein, das wäre böse. Das darfst du nicht. Jetzt schickt mir endlich das Mod. Ich mach, was ich will. Josh! Ah, oh, Steve! Wie im Neta, Alter. Wie damals, wo wir im Neta waren und du mich ständig runtergekickt hast und ich ungefähr 20 Mal fast gestorben wäre wegen dir. Ich bin gerade in einem Village ausgegangen, wo mindestens 50 Villager sich in ein Haus reinquetschen. Ah, gut. Gangbang und so. Nee, mehr so Einwanderer-Style, so auf dem Schiff. Ich krieg dir Platzangst. Wow. Lava! Steve, du Arsch! Oh Gott, du bist so behindert! Hab ich nicht getroffen. Fall bloß nicht in die Lava, Nils. Wer von euch rollt das eher so? Was ist? Ich bestimmt nicht. Doch. So. Nein, ich bestimmt nicht. Alex? Jetzt sterbe ich fast wegen dir. Alter, das war richtig knapp. Das Modpack? Ja, die... Steve, Link. Du bist ein Wichser, weißt du das? Wir wollen nur ein bisschen Spaß in der Aufnahme bringen, sonst wär's... Ich hab dir gerade so richtig geil. Du hast mich in die Lava geschubst, Steve. Ah, mein Spiel laggt, weil ich gerade Skyrim runterlade. Ah, es ist fast fertig. Voll, ne? Ja, ich hab's über Skype geschickt, so. Nein, verpiss dich. Halt mindestens 20 Blöcke Abstand von mir. Schick es einfach bei Steve. Steinzweilige Verfügung. Halt mindestens 20 Blöcke Abstand von mir. Ich verklag dich auf alles, was du hast. Auf alle deine Stickies. Nochmal, bitte, ich hab's aus. Auf alle deine Stickies. Oh, du machst mich ja richtig fertig. Wie komm ich hier wieder raus? Nichts Magie, mehr. Mit Magie. Ja, in Unschein. Ey, cool, ich krieg Pfeile aus Blöcken. Mal an, okay. Es gibt Blöcke, aus denen man Pfeile bekommt. Tschüss. Alex, ist ja schick. Du hast 10 Herzen, das sind 10 zu viele. Ja, es reicht. Ah, Steve, ich hab die größere Rüstung und das längere Schwert. Also hüte deine Zunge. Okay, Better Enchanting ist auch nicht drauf. Will ich erwähnen? Das Schwert will ich gar nicht sehen. Natürlich. Nein. Nein. Eigentlich schon. Nein. Das ist komisch, dann hat das nicht funktioniert. Also es ist auf jeden Fall in der Modliste auch drin. Und so. Tut mir leid. Das ist scheiße. Warum ist es nicht drin? Ja, weil du einfach schlecht bist. Warum? Mann, scheiße. Ich will aber, dass es drin ist. Eigentlich ist es drin. Enchanting Plus. Nils, du hast schon wieder keine Ahnung, was du machst. Ja. Doch. Ich hab mehr Ahnung als dein Leben. Nur noch ein bisschen weniger. Ich brauch so viele Sachen, aber nichts davon habe ich, wie das nervt, ne? Ja. Wollen wir jetzt eigentlich noch zum 5. Mal hier durchgehen, oder? Ja, ich weiß eigentlich, wir müssen uns nach oben wollen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Das fällt dir beim 5. Mal jetzt auf, dass wir nach oben müssen, ja? Ja, ich hab doch die. Du weckerst mich da voll ganz halt an, dass ich hier so viel übersehe und dann gucke ich mal gründlich, oder? Weckerst du mich auch an, Steve? Ja, du kannst. Ich glaube, ich habe Air Shards gefunden. Ja, ich habe Air Shard. Du hast einen grünen Block gefunden. Die immer mitnehmen, bitte. Aber nur einen. Sonst sind da immer 20 Charts auf einem Arsch. Ich reise gleich einfach mal richtig weit weg. Nein, wir kommen gleich mit dir. Dann reisen wir zusammen richtig weit weg. Und Steve geht hinter dir, damit er dich runterschaut. Wenn ich eine Enderperle hätte, könnte ich für unseren Rück beitragen. Und wie? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Steve, machst du bitte eine Fackel? Dankeschön. Was wäre sehr nett, wenn wir eine Enderperle hätten? Ja, hätte Fahrradkette, ne? Da ist ein Enderman. Dann töte ihn und hol dir eine Enderperle. Ja, lass uns mal gucken, was ist auch passiert.
Ich glaube, er tötet mich eher. Oh Katz. Das ist kein Scherz. Du ein hast Enderman. Du, läuft bei dir. Da habe ich knapp gewonnen. Das ist dein Job. Alex? Ja. Läuft. Ich bin in der Scheiße gespawnt. Nils? Ja. Wer hat mein Bett abgebaut? Hier ist so ein grüner. Wer hat mein Scheiß Bett? Hat jemand dein Bett abgebaut? Ja, teleportiere mich mal, darauf habe ich keine Lust. Ja, warte. Wer ist so behindert? Ja, ich teleportiere dich, wenn ich hier raus bin. Dann teleportiere ich auch alle anderen, dann mache ich einen Folgencut und dann. Ja, aber ich will nicht, dass meine Sachen nicht spawnen, deswegen werde ich mich freuen, wenn du den nicht zu viel. Ja, ich muss nur nach oben, weil jetzt bin ich irgendwo mitten in den Höhlengang. Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, wenn ich dich jetzt. Ja, es sind 20 Blöcke nur so. Ja, also ich bin schon bei der Erde, keine Sorge. Gleich oben. Bei der 50 ist er schon angelangt. Ich sehe schon auf der Minimap das obere. Oh, fuck. Gravel. Ich kann schon das Licht sehen. Das Licht. Die Freiheit. Guck mal, ich habe ergonomisch gearbeitet. Wir haben fast keine Fackel verschwendet. Fast keine Fackel verschwendet. Was heißt das? Es sieht gut aus. Und dass ich die hintere immer wieder abbaue. Oh Gott, Steve, das ist sinnlos. Das ist so, das ist einfach so, dann wissen wir nicht, wo wir waren. Na und? Na, das wäre egal. Könntest du musst es ja wissen, nicht ich. Mich teleportieren? Gleich. Steve, bau du den Block ab. Und jemand muss mich porten. Könnt ihr alle bitte mal? Ich möchte gerne erstmal hochgehen. Und dann. Okay, ja, dann mache ich jetzt erstmal einen Folgencut. Ich hoffe, diese Folge hat euch as always gefallen und so Stuff. Wie üblich. Hast du wieder was vergessen? Nein, es kommt gleich eine Endcard, da wird alles gesagt. Also, scheiße. Tschüss. Ja, aber da wurde fast gesagt, was du vergessen hast auf dem Weg hier oben nach oben oder was? Ich weiß das. Ich hab doch gesagt, bau das Eisen ab, Steve. Hör mir zu. Ja, aber nicht das oben an der Decke. Hey, ist ein Schokobo. Es gibt Schokobos, ne? Es gibt Schokobos, ja, es gibt Schokobos. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und so. Tschüss. Bis dann. Teleportiere mich bitte. Ja, das war's auch schon fast wieder mit dieser Folge Minecraft. Falls euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Die letzte Folge seht ihr oben rechts und darunter seht ihr eine Folge Yu-Gi-Oh! Links seht ihr den Link zu meinem Kanal und darunter könnt ihr, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich sage dann tschüss und bis zum nächsten Mal.